Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Scrum Mechanics Survival! Wir werden uns heute mit Micro Machines beschäftigen. Das sind, wer es nicht kennt von früher, war das eine Marke an Spielzeugautos. Gibt es sicher immer noch, aber bin halt nicht da so involviert drin, ob die jetzt noch bekannt sind oder nicht. Das werden wir noch im Endeffekt irgendwann mal googeln. So. Heißt in dem Fall, wir bauen uns jetzt kleine Fahrzeuge auf möglichst engem Raum, möglichst viel Leistung. Da werden wir die Elektromotoren verwenden. Man kann dazu alternativ natürlich auch einen Benzinmotor verwenden. Das spielt keine Rolle, macht nichts. Und ich habe hier den Anfang schon wieder parat. Habe natürlich schon mal vorgecraftet, um alles zu haben. Und jetzt muss ich nochmal geschwind. Weil ich habe so viel von dem Zeug mit, das nimmt mir immer Platz im Inventar weg, diese Maiskolben. Jeder, der das mit denen probiert hat, schon mal sich über Wasser zu halten, weiß das. Ja, Milch. Nochmal drei. Ja. Auto. Ich sehe schon wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Steppert die Hauen rein. Mach auf los. Ja, es weiter. Werd's dick und fett. Jedenfalls kurz zur Erklärung, was ich vorhab. Ich baue Mini-Fahrzeuge. Ich habe sie schon getestet. Sie sind irrsinnig kompakt, irrsinnig effektiv sogar. Natürlich ist es jetzt kein Hochleistungs-Blub-Teil. Aber sie sind einfach nur niedlich, putzig. Und man kann sie sicher in einem Sattelschlepper laden. Ich möchte im Endeffekt drei solche Fahrzeuge haben. Stein, Holz und Abtransport plus einen Refinery Bot. Das möchte ich in einen Lastwagen rein, in einen Anhänger stopfen, vorne fix einen Anhänger anhängen, vorne fix eine Zugmaschine. Warum fix? Warum sollte ich es abhängen und ohne Anhänger rumfahren? Mir fällt jetzt gerade nichts ein und wenn ich es abhängen will, brauche ich wahrscheinlich nur einen Stein entfernen. Also mir fällt da jetzt sonst leider nichts ein. Das heißt, ich werde es fix machen. Okay, wir brauchen so viel mal zu dem grundlegenden Zeug. Also ihr seht, ich habe hier schon meine Plattform. Das ist eigentlich meine ganze Fläche, die ich brauche, plus zwei Steine vorne für die Gelenke dann. Ja, das Problem, dass wir vorne die Schneidwerke drauf haben, egal ob jetzt Stein oder Holz, Blunzen. Das Problem an der Sache, wir werden vorne viel schwerer werden als hinten. Heißt so viel wie, wir nehmen diese Metal Blocks mit Gewicht 5 vorne und diese hier, die mit Beton gemischt, hinten, weil sie einfach viel Gewicht haben. Das wird es dann sehen, wie sich das auswirkt. Also meiner Erfahrung raus weiß ich jetzt schon, ich brauche hier noch eine Reihe drauf. Das nehmen wir. Ach, so bist du. Machen wir das. Eins nach dem anderen. So. Also. Wir haben mal hier unseren grundlegenden Block. Dann werden wir da mal mit den Bearings beginnen. Wir hauen hier hinten die Bearings ran, weil das Gerät wird auch hinten lenkbar. Und vorne. Das ist besser für einen Einschlag. Das haut mehr rein. Dann haben wir hier mal die Dinge ran, so, die Blöcke, hinten die schwereren. Wirklich, es ist meiner Meinung nach ist es relativ wichtig, welche Steine, welche Dinge man verwendet. Ja, Steine, weil das mit Gewicht, man kann sich da viel rausholen. Wenn wirklich was schwer ist oder so und es ist kein Kampffahrzeug oder so, was wir definitiv nicht sind, kann man theoretisch ja einfach... kann man da irrsinnig leicht das Gewicht ein bisschen verlagern. Die Frage, warum ich meine oft verwendeten, allseits geliebten Pistons nicht verwende, es ist nicht notwendig. Das Ding fährt auch so. Wir sind hier, wie gesagt, kein High-Speed-Gerät, wir sind hier ein Farming-Gerät. Das, was im besten Fall aus einem Truck rausfährt und somit in der Nähe des Farmortes ist und somit sollte das eigentlich kein Problem darstellen. So, wir haben da vorne gerne nochmal zwei Dinge ran haben, die brauchen wir dann. Und dann auch noch die Lager. So. Gut.
Normalerweise fange ich einfach mit dem Sitz an. So wurde auch nebenbei die Fläche hier. Die ergibt sich aus dem Sitz. Könnt es vielleicht einen anderen Sitz noch kleiner machen, aber. So, hier Sitz. Dann haben wir hier hinten nochmal eine Fläche schwere Steine drauf. Ihr könnt es zwischen die Räder eigentlich nicht genug schwere Steine haben. Könnten da noch mehr nehmen drunter, aber es funktioniert so auch. Von daher habe ich es jetzt einfach mal so lassen, wie ich es eigentlich schon mal vorgebaut habe. Dann wäre jetzt die Frage: Das ist ein Dreier, gut, die Engines sind gleich. Haben wir da die Engines her? Ja? Schaut gut aus. Das schaut wirklich gut aus. So. Controller 2 und 3. Ein Zweier-Controller brauchen wir. Glaube ich jetzt. Könnte natürlich einfach auch beide nehmen, weil es wurscht ist. Und zwei Schalter. Und natürlich auch ein Mittel. Ja, das schaut schon mal gut aus. Das heißt, wir verbinden jetzt mal das Fahrende etwas. Schalter. Toll. So, also wir werden den einen da auf die Räder geben. Den einen Motor. Weil der sorgt für Speed. Brauchen wir keinen Schalter. Das reicht. Auf das Ding. Dann werden wir das auf die Lenkung fixieren. Eigentlich auch schon reicht. Das ist am Anfang immer falsch. Ja, genau. So wollen wir das. Dass das Zeug einschlagen kann. Relativ gut. Sehr schön. Sehr schön. Ein paar Batterien. Machen wir mal da Batterien rein. Das ist mal volle Kanne. Die Rotation wäre doch praktisch gewesen, wenn sie immer so im Kreis kam. Ja, ihr seht, Gewicht spielt immer eine Rolle. Den Motor braucht ihr ja nicht so weit upgraden. Ich habe den jetzt nur. Der ist jetzt so weit upgraded bei mir. Ja, ist aber nicht notwendig. So wenig. Am besten, ihr stellt ihn dann einfach selber auf das ein, was ihr sagt, okay, das passt. Das ist zum Beispiel jetzt cool gewesen. Na gut, ich kriege von noch. Am besten stellt sie ein, sobald sie alles drauf habt, weil es fehlt ja noch Gewicht. Vorne durch die Schneidwerke. Da werden wir es mal geschwind erledigen. So, jetzt mal kurz nachdenken, wie viele hatte ich da? Ich glaube, das waren 5. Warte mal. Eins zur Seite. Mal kurz schauen. Und hoch waren sie, glaube ich, 3. So. Wenn ich so ein Viech grennt. Wo kommst du jetzt her? Ernsthaft. Einmal dachte ich, baue ich so untertags. Hat man ein bisschen Frieden. Jetzt kommt so ein Viech dahergelaufen. Ja, so passt das. So. Das werden wir jetzt gleich mal in den ersten Controller ranhängen. Das ist eigentlich ziemlich. Es ist eigentlich wurscht, ob ein 2 oder ein 3 Controller. Das wird sie gleich sehen, warum. Der kommt wiederum an den Schalter. Und der Schalter kommt wiederum an das Teil da. Da an den Sitz. Dann werden wir hier auf. Das weiß ich aus Erfahrung. 100 Grad. Dann spart man sich einiges anderes. Das werdet ihr gleich sehen. Mit Shift gedrückt halten kann man gradweise verstellen, also wirklich die Gerade. Komplett.
Ja, das ist genau so ein bisschen nach unten müssen wir. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen kacke. Weil ich eigentlich anstehe mit den Rädern. Was ist jetzt hier? Ich meine, es ist egal, man kann ja trotzdem fahren. Ich lasse das jetzt mal, weil ich einfach glaube, dass es nicht wirklich eine Rolle spielt, weil das eine Rad was da streift. Beim Fahren selbst, beim Weitfahren hat man es ja eh oben. Wir werden das einfach so mal beibehalten. So, dann machen wir da 5 Steine ungefähr rauf. Das müsste sich mit dem Sägeblatt ausgehen, aus Erfahrung, würde ich jetzt mal sagen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Das sieht schon mal gut aus. Ich montiere die Sägeblätter an der Unterseite, wie ihr seht. Das liegt einzig und alleine. Das reicht eigentlich. Eigentlich geht das eins niedriger auch. Machen wir das mal. Versuchen wir das. Für was haben wir denn hier alles zum Testen? Nur noch so ein Ding. Schaut gut aus. Schaut gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus. So. Dann der zweite Motor betreibt natürlich dann die Sägeblätter, die jetzt in die richtige Richtung drehen. Nee, eigentlich nicht. Blödsinn. Mach ich ihn da schon wieder. Ich frage mich eigentlich gerade, wozu ich den zweiten Controller habe. Ich habe letztes Mal 4 mitgehabt und bin dann drauf gekommen, dass ich die eigentlich überhaupt nicht brauche. Also ziemlich nutzlos waren. Ich glaube, den brauche ich wirklich nicht. Das ist den Controller, da könnt ihr euch wahrscheinlich sparen. Wenn sie Schalter rüberlegen oder sonstiges. Der Schalter kommt wieder daher. Dann brauchen wir da eine Batterie drin. Wie noch welche? So, Vollgas. Okay, wir können das runterlegen. Das geht sich mit den Schneidblättern und den Rädern Arsch aus, aber okay. Wir können es nach vorne gar nicht kippen eigentlich. Weil sie mit den ansteht, mit den Rädern. Und beim anderen Richtung geht es sich mit Gewicht. Ja, das ist jetzt super. Das geht sich jetzt super aus. Mit die, mit der Power, die gerade eingestellt ist. Und wie gesagt, das ist eigentlich, der Controller ist da eigentlich ziemlich nutzlos, sage ich jetzt mal. Das ist wirklich nutzlos. Würde ich aber gerne die anderen mal. Ja. Nö. Sehr. Ich habe es gern lieber, wenn der erste. Switch is not connected to anything. Ja, ist richtig. Controller, ja. Ja, der erste soll es rauf runtergeben, die anderen soll es einschalten. Perfekt! Perfekt, 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 perfekt. So, ehrlich gesagt, muss ich jetzt sagen, das war's eigentlich schon wieder. Unser Teil ist fertig. Billig, klein, aber so cool. So, jetzt holen wir uns noch unser Anmalteil. Die Spray. Aber wo habe ich denn das jetzt wieder? Batterien habe ich da noch einige, sehe ich gerade. Mal mit. Da ist. Ah.
jetzt weg. Ist blöd, wenn ich zu weit da drin stehe, kommen die ganzen Bots gelaufen und das will ich mir jetzt eigentlich ziemlich sparen. So, weiß. Sehr schön. Ein Schalter. Jetzt weiß ich wieder, wo der dritte Schalter war. Das war das. Nicht da noch ein Schalter irgendwo über? Dann bauen wir schnell ein und dann sind wir soweit fertig. Ich hatte es ursprünglich mal. Ja, genau. Ich hatte es ursprünglich mal so, dass die Rotorblätter vorne sich senkrecht gestellt haben. Stellen konnten. Haben, tut. Das Problem an der Sache war halt dann wirklich, dass es einfach. Wie nennt man so schön? Es war einfach wurscht und nutzlos. Es hat nämlich einfach nicht funktioniert. Er hat einfach nicht die Bäume wirklich zerschnitten, er hat es einfach nur vor sich hergeschoben. Ja, na tut. Schaut gut aus. So, was jetzt so viel für mich heißt, wie wir laden die Batterien jetzt auf. Okay, das braucht anscheinend wirklich nicht viel. Mir ist schon ein paar Mal aufgefallen, dass diverse Sachen irrsinnig wenig brauchen. So. Und das war's. Wir haben unser Gefährt. Wir können rumgurken. Und wir werden uns jetzt ein Bäumchen schnappen. Jawohl, den hebt's gerade mal. Ja, das ist, wie gesagt, ihr könnt so ein bisschen die Power runterdrehen von dem Ding. Zum Beispiel eine Stufe runter müsste eigentlich schon. Ja, ist. Nee. Ein bisschen mit Handling aufpassen, dann könnt ihr da mehr reinhauen. Ja, mein schneller. Ja, schaut gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus. Wenn wir dann nach hinten so einen Baum gurken. Das ist schon wieder so ein Hirnmetall. Sag immer Wahnsinn, wo die alle immer daherkommen. Gut, fahren wir. Schauen wir, was das Ding kann und dann sind wir fertig. Licht natürlich, für was haben wir das? Wie gesagt, ihr müsst bedenken, das sind kleine Micro-Machines fürs wirklich, wenn's gerade. We do all the work while you collect all the profit. Cool. Das sind so kleine Micro-Machines, die wirklich dafür da sind, wenn man dann mit einem Truck rumfährt und sie einfach mitnimmt. Mit denen wird man sonst natürlich jetzt nicht irgendwie sonderlich glücklich. Cool. Der Max von mir. So, jetzt zählen wir mal einen Baum um. Und wegzoomen, so. So, hier sind wir. Werfen das an und. Mir ist es nebenbei schon klar, dass man auch die ganzen Dinge viel komplexer bauen kann, aber es hat oft einfach keinen Sinn.
Dadurch, dass wir es nach unten schräg gestellt haben, erwischen wir die auch, die Dinge auch, wenn sie liegen. Okay. Das ist so gut ausgeschaut. Das habe ich auch letztes Mal mit rumschieben, dass man da einfach die halbe Zeit irgendwas schiebt. Man schiebt das Holz vor sich her, aber es wird nicht zerschnitten. So, sage ich mal, was ich auf der anderen Seite gemeint habe. Ich würde einen Baum immer stirnseitig nehmen. Könnt sich da ja wirklich wunderschön ranfahren. Und wenn sie das Holz so erwischt, ist natürlich optimal. Ist das jetzt irgendwie niedriger als beim letzten Mal? Ich muss nochmal was umstellen kurz. So, gehen wir zurück. Ihr könnt es ja da rumspielen. Gehen wir mal auf 95. Ja, besser. Ihr seht, das ist reine Einstellungssache, dann läuft das Ganze. Es geht ja nur darum, da erwischt man die, wenn sie am Boden liegen, dann auch noch ein bisschen vor zurück. Und es funktioniert, weil es das Ding ja eh aushebelt. So, jetzt ein kleiner Nachtrag. Nachdem ich beim letzten Mal nur ein Blatt draufgebaut habe, seht ihr, ich habe es upgradet. Ich habe beim Fahren selber gemerkt, es geht. Aber dieses Vor-Zurück-Hutschen ist ein bisschen eigenartig. Oder geht, ja, geht eh. Aber es ist so, habe ich mal probiert. Macht es mehr Sinn, schaut auch voll cool aus. Und habe jetzt nichts anderes aber eigentlich gemacht, als die oberen zwei in die andere Richtung rennen lassen. Schaut natürlich sammäßig cool aus. Funktioniert auch wirklich gut. Und ich habe den Winkel auf 100 gestellt. Weil jetzt kann die das erste Blatt tiefer runter, nimmt die am Boden mit. Und das obere nimmt auch die Bäume noch mit, dass man da nicht immer so ansteht. Kann ich das ganz kurz zeigen. Ich denke, jetzt, davon ist ein kleiner Baum. Ein bisschen wegzoomen. Ich wollte den Nachtrag jetzt noch machen, weil ich wirklich drauf gekommen bin, das ist besser. Und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. So, mal das mal da runter. Ah, da finden sie auch eine Kuh. So, schauen wir mal. Jetzt ist wahrscheinlich demonstrativ wieder nicht gehen. Oder schon. Den habe ich auch noch nie geschafft, das mitnehmen. So, schauen wir mal. Ja. Es war klar, aber sie seht, das streift die Streifen auch, wenn es mit dem Blatt da entlang fahrt, braucht es nicht mehr so viel hin und her hutschen. Bei großen Bäumen funktioniert das Weltklasse. So. Deswegen probiere ich immer stirnseitig auf die Dinge hinzufahren. So. Es reicht eigentlich, und das ist ein normales Vor-Zurückfahren, ihr braucht es ja nicht mehr mit dem Hutschen spielen. Und ja, größere Bäume funktionieren einfacher. Gut, wollte ich euch noch zeigen. Danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, es würde mich total freuen. Und bis zum nächsten Mal, meine Freunde, dann geht's weiter mit dem Bergbaufahrzeug in Micro Machine Style. Bis dann und ciao.